Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zur NHL 20, zu der Fantasy League. Der Ebel mit den Hellriders. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habt bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einer Niederlage im letzten Spiel gegen Villach versuchen wir heute unser Glück in Salzburg gegen die Red Bulls. Ich hoffe, das Glück ist auf meiner Seite. Ihr seht, ich spiele im Schwierigkeitsgrad All-Stars. Dann werden wir schauen, dass wir hier ein bisschen den Bullen einharzen können. So das Höllenfeuer nach Salzburg in die Arena bringend. Sei es mit der Stimmung. Und das heißt, das Heiß hergeht auf dem Eis. Wir sind immer nur Tabellenerster. Deswegen bleibe ich auf All-Stars, damit das hier ein bisschen die Tabelle durcheinander wirbelt. Wer mein DEL-Projekt, mein Fantasy League da verfolgt, der weiß, wo ich mit den Freezers stehe. Aber ich habe da so ein, zwei Pläne schon mit den Freezers. Aber dazu im Video von den Freezers mehr. So. Wow, Maxi! Maxi! Der hat super reagiert. Ich habe mir gedacht, das war jetzt schon das erste Tor für die Red Bulls zu Hause vor heimischem Publikum. So, Wolfgang Bulli. Verliert das Bulli. Dafür haben wir es jetzt, das 1:0 für die gegnerische Mannschaft. Aber das sagt noch nichts. Das sagt noch nichts aus. Wir sind jetzt 1:0 hinten erst. War nicht das erste Mal, dass wir 1:0 hinten sind. So, Rock, komm schon. Das ist unser Scharfschütze. Ah, angefangen von Red Bull. So, Blattmann. Gerettet, aber das war nur ein bisschen eine Verzögerung. Jawohl. Super geschafft. So, Raffi steht super. Na, schafft's nicht. Schafft es nicht. Die 1 gegen die 1 und da schafft es einfach keiner, gell? Zufällig oder die 1, die. Niedergestreckt. Okay, holt ihn. Jawohl. Holt sie. Auf Brandy. Brandy, zieh du. Ah, am Tor vorbei. Am Tor vorbei, Tomanzini. Der Mann von den Bozener Füchsen. So, jetzt. Wo geht er hin? Wo geht er hin? Da ist er. Der Zeitpunkt dieser Aufnahme ist der Feiertag von Leichnamtag. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie bei Ingsus wähle ist.
Hier in die Ruhe kommt jetzt langsam die Sonne aus, ja? Also. Da sehen wir mal unseren Mikey Kroki, der Mann mit den meisten Punkten. Ich nehme jetzt am Vormittag einmal da zwei Videos auf, die es und für die DEL nachher, für die Fantasy League, und dann haben wir noch einen Ausflug mit meiner Frau machen. Das schöne Tiroler Land. Was zu null sind wir hinten. Also wäre Corona nicht, würde ich mit ihr wahrscheinlich eine Chiemsee-Runde fahren und ein 1000 und Kaffee und Kuchen. Da die meine Frau dazu einladen. So, Wolfhoden auch verlieren. Oh, der Bulli ist halt aggressiv. Der Bulli ist halt aggressiv. Padora. Wolf. Padora. Oh, können wir über die Linie drüber? Am besten ist wir. Ob es dieser verlängertes Wochenende? Darf mich auch interessieren. Weil es sind ja viele, wo sie dann die Fenster dort freinehmen, dann das sagen, okay, über langes Wochenende. Ich weiß ja nicht, wie es Wetter ist, wie prickelnd das Wetter ist. Also die nächsten Tage, wo ich nicht geschafft habe, einen Wetterbericht, dadurch, dass ich morgen wieder in der Vorschule meinen Unterricht bis am Abend abhalte. Ah, zur Zeit habe ich coole Schüler, gell? Also da macht dann das Arbeiten schon dann auch als Vorlehrer Spaß, wenn du coole Schüler hast, mit einer, wo du richtige lässige Unterhaltungen führen kannst. Ich hoffe gerade nicht, dass dann die zweite Welle kommt. Wenn dann anscheinend. Es gibt so Gerüchte, dass Italien am Montag die Grenze auch wieder aufmacht. Also gestern habe ich auf der Autobahn schon ein paar Italiener gesehen, also muss was dran sein, deiner Gerüchte. Und dann wird die zweite Welle kommen, mit Sicherheit. Und ich glaube, dass die zweite Welle dann verheerender wird. Zumindest hebt bei uns ein Mexi. Machen wir echt hin. Das Wetter macht mich fertig. Die ganze Woche hat es bei uns gering. Ist kalt gewesen. Entschuldige. Ja, sag einmal. So. Wir brauchen ja gerade ein Tor, dann kann man schaffen in die Playoffs. Ah, die in die Playoffs, sorry, in die Overtime. Aber Salzburg ist halt echt der starke Mannschaft, gell? Gott sei Dank hat ihn der Max gehalten. Salzburg's turned this game into a really tight affair.
because nobody can move the puck very freely with good stick positioning to intercept pucks. That's a great heads-up play to break up the pass. Here they come on the attack. Moves it to Foam. Approaching the final 60 seconds here in the second period. Es will einfach nicht geschehen, gell, dass wir da den Ausgleich machen. Es will hier einfach nicht geschehen, dass wir im zweiten Drittel das Ausgleich gemacht haben. So. Aber dafür ist bis jetzt ein gutes Spiel. Also, ich muss schon sagen, gell. Bis jetzt ist es ein gutes Spiel. Ich wäre dann neugierig, wie in der zweiten Saison spielen mit neuen Spielern dabei. Die zweite Saison werde ich dann auf Pro spielen. Weil ich dabei bin, die Mannschaft an die österreichischen Mannschaften von den Gesamtzahlen her anzugleichen. Scheiße! Maxi, bitte, was machst du? Zwei Tore gegen Salzburg aufholen, ist ein bisschen schwierig. 4 Bullen auf dem Eis sind genauso gefährlich, als wir 5 Bullen auf dem Eis. So, Erik. Jawohl! 1:0 für die Hellriders. Auswärts. Von unserem Gaucho müsste es gewesen sein, oder? Jawohl, Gaucho. 8. Tor in dieser Saison. 1. Tor am heutigen Abend. Nächsten Saison spielt der Senfman mit. Der beste Freund vom Gaucho hat bei mir einen Vertrag schon unterschrieben. Jawohl, Krucki Hodden auf Gaucho. Oh, Chris. Ah, Steini Hodden. Verdammt nochmal! Jetzt wird's wieder schwer. Call here and those winded bodies are going to be out there for an experience.
suspended period here now. Yeah, they can't get a change in, and so you go back and kind of meander your way back as long as you can to kill time and get a little breath. Jetzt etwa 4 Minuten, 2 Tore. Puh. So, Fedora holen. Durch die Reihen der Bullen durch. Ah, schafft's nicht. Statt dass der Benedikt da stehen bleibt. Und hier dann eigentlich der Bullard. Aber lieber ist mir da der Maxi im Tor, gell? Ganz gesagt, ehrlich gesagt, als wir den hier aus den Birken. Obwohl das der Danny Olympia Silber Olympia Medaillengewinner ist. Auswärtig. Ah ja. Aber wenigstens haben wir ein Tor gemacht. Ist ja das schon mal etwas. Jetzt schauen wir mal. Normalerweise müsste man auf Platz 1 uns halten können, gell? Spielen wir mal, simulieren wir für. Wir halten uns auf Platz 1. Noch. Bei, mit 2 Punkten hinter uns, hängt uns nämlich der KAC im Nacken. Der Rekordmeister hängt uns im Nacken. Hinter den im Nacken hängt der Südtiroler, die Bozner. Den Bozner knapp gefolgt, sage ich jetzt einmal, sind die Grazer, knapp gefolgt von den Salzburger. Die Salzburger werden ganz knapp verfolgt von den Wiener. Und die Wiener werden knapp verfolgt von den Dombirner. Die Dombirner werden wiederum knapp verfolgt von die Villacher, von die Innsbrucker mit 29 Punkten. Ganz knapp da dahinter werden die wieder verfolgt von die Black Wings. Und vom AV 19 mit 28 Punkten. Also die Tabellenaufstellung gefällt mir. Also dies gefällt mir persönlich ganz gut. Gell? Also so, also im Gesamtbild, gell, von der ganzen Tabelle her, wenn du sagst, wow, vom Interessantsein her, gell, ist das wirklich gut. Schon 11. Platz 28, 10. Platz 28, 9. Platz 29, 8. Platz 29 Punkte, 7. Platz 30 Punkte, dann geht es mal ein bisschen weiter auf, aber auch wenn du knapp, weil das 3 Punkte kriegt man pro Sieg, mit 33 Punkten kommen dann die Wiener, ganz knapp mit einem Punkt, dann fuhren die Salzburger, ganz knapp mit einem Punkt davor die Grazer, dann mit 2 Punkten, aber auch knapp davor die Bozner, dann 2 Punkte hinten, also voraus der KAC, und dann kommen wir mit 3 Punkten voraus. Also vom Unterschied her, von denen, was sie nur in den nächsten 30 Spieltagen hat die Ebel überhaupt 52? Ich glaube schon, oder? Also was sie nur bis Ende, oder sagen wir mal so, was sie bis Ende der Season noch ändern könnte mit Allstars. Weil ich bleib jetzt nur auf Allstars
Ich habe vor, die erste Playoffs dann wieder zum Spielen mit die Vorrunde und die Playoffs habe ich zum Spielen, möchte ich spielen mit Pro. Aber was ich da auch noch ändern kann, das ist gewaltig. Also die Tabellenaufstellung gefällt jetzt mir persönlich richtig gut, gell? Also muss ich sagen, super, gell? Also und das macht da glaube ich die Mischung zwischen All-Stars und Pro, wenn du spielst. Dann wirbelst du auch ein bisschen die Tabelle durcheinander. Aber das war's, meine lieben Sportsfreunde, für diesen Spieltag. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar auch. Würde mich auch freuen, wenn es bei Dayinglight vorbeischaut, wenn es bei SnowRunner vorbeischaut und wenn es bei den Hamburger Freezers, bei der DLF vorbeischauen würdet und mal einen Kommentar reinschreibt, wie euch das Projekt gefällt. Das ist halt deutsches Eishockey, aber Eishockey ist für mich Eishockey. Ihr seht es, ich weiß jetzt noch nicht, wie viele Spieltage das in der Ebel sind. Vielleicht komme ich auch noch ein bisschen durcheinander, weil die NHL ja wieder mehr hat. Aber ich sage gleich, ich wünsche euch auf alle Fälle bis zum nächsten Spieltag nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann dass du dir dieses Video hier anschaust, vergiss meinen Leitspruch bitte nicht, gell? In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut. Auf der PlayStation gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel, egal wo und wie, hoffe ich, dass du wie ich ein wahrer Sportsfreund bist, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, meine lieben Sportsfreunde und drinnen, bleibt mir gewogen. Und vor allem, das ist viel, viel wichtiger, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.